So, Folge 96. Hallo Jutabis. Ich habe entschlossen, das, was ich letzte Folge angesprochen habe, werden wir jetzt mal machen. Dann das mit den Macs machen, die ganzen Mac-Bauteile, weil wir haben noch so viele Fabriken noch, die wir noch bauen müssen. Weil ich jetzt auf die gekommen. Erstens war das gestern Abend schon meine Idee für heute. Oder war noch immer die nächste Aufnahmesession geplant gewesen, ja. Und zweitens haben wir es dann hinter uns und drittens habe ich ja vorhin, oder nach der Folge vorhin, nach der letzten, mir liegt, Mensch, wenn wir so ein Mini-Haus bauen für die Trophäen, die wir gewonnen haben im Kampf und so weiter, also hier diese Schwachsinnsdinger von den Floraner, das wäre ja auch schon mal was oder so. Und ich dachte, jo, könnte man machen, muss man aber nicht. Kommt der Schneeball her, weg damit. Die Frames interessieren mich jetzt auch nicht. Haben wir noch irgendwas, was? Ja, danke. Kann ich das mal irgendwo hier rein werfen, vorzugsweise, wo es nicht unbedingt total im Weg ist? Danke. Sehr schön. Slideswalk mit Promoni. Fungal-Icor 14. Was brauchen wir denn dafür eigentlich? Okay, wir räumen erstmal kurz auf. Das werdet ihr mir bitte verzeihen. Oh, Research, das ist immer schön. Ich sage ja, vollautomatisiertes Vollautomatisierungssystem kommt bald. Bald. Ist das soweit? Bald geht es los. Wir brauchen einen zweiten Dings da und wir müssen den mal erweitern, den anderen. Was brauchen wir dafür eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So. Und jetzt holen wir uns mal ein paar Bärchen hier, Barren. Bärchen ist übrigens die. Ich habe vier Diamanten hier drin und die, ne? Kein Grund, sich zu beschweren an der Stelle, also. Ich nehm's gerne mit Freunden entgegen, wa? Jetzt hab ich das Ambrium-Ohr hier drin. Egal. Muss bei irgendwas mit rausgekommen sein. So, dann nehmen wir mal ein paar Tungstenbarren. Ein bisschen Silber, man weiß ja nie. Eisen kann nicht schaden. Und Kupfer haben wir auch noch ein bisschen was hier. Ein bisschen Durastahl, ja klar. Und wir haben hier noch ein bisschen. Das brauchen wir jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Komm, ein bisschen Violium, Ferrozium, Aegisalt, Quietus. Ja, gut, Idee. Das ist mir dann auch wieder zu schade für. Ja, ein bisschen was haben wir noch vorrat, würde ich sagen. Brauchen wir Crotosite? Ich habe keine Ahnung, wir nehmen es einfach mal mit. Prism Shard, ich habe Penumbrite, ja, von mir aus. Können wir hier ernten. Was ist das hier? Isogenwaren, na klar noch. Und die Hälfte der Radiumwaren, von denen wir offensichtlich nie sehr viel haben. Das irritiert mich. Und Dance Ella und Co. können wir uns dann immer noch haben. Achso, wir haben noch kein Gold. Genau, die waren immer wichtig. Keine Ahnung, wofür aber wir haben sie. So, Ephigium-Bahn brauchen wir jetzt erstmal. Ne, hoffe ich. Iron Bars haben wir im Inventar nicht. Was? Was ist das hier? Doch. Gut, das reicht. Sortieren bitte. Triangulium haben wir noch keins. Nehmen wir auch noch mit. Und Volatil Power nehmen wir mal 11. Und Zerkesium kann auch nicht schaden, weil wir haben bloß noch 200. Warum haben wir bloß noch 200 Zerkesium? Warum haben wir überhaupt 200 Zerkesium? Wäre die andere Frage. So, wir haben jetzt erstmal alles und da oben können wir jetzt mal kurz ein bisschen Ohr reinhauen. Das sollte hier nämlich vornehmen. Zack. Und ihr sortiert das mal bitte anders durch, sonst drehe ich um Rad. Okay. Das Kupfer ganz hinten. Das Eisen irgendwo in der Mitte und das Titan nach hier oder so. Danke. Egal. Das, wenn ich da drauf drücke, war es eh vollkommen egal. So. Wir wollten das Mech-Zeugs und sowas, ne? Da müssen wir noch hoch zu den Tebeln. Ja, ich passe auf, was ich mache. Leck mich jetzt mal auch so fertig. Batterien, Silikonbord, Teleporterkorn. Mhm. Ich vermute mal, dass Silikonbord und Batterien jetzt nicht die ganz großen Probleme sind. Ich habe keine Advanced Plastik, das geht ja gut los, ja. Batterien müssen wir herstellen, geht klar. Das mal kurz tun. Power fangen. Oder auch nicht. Sulfuric Acid, Copper. Leute. Ja, ein paar Kupferbahnen haben wir. Ein paar, denke ich, haben wir. Kimwood. Silik. Ein paar. Und Sulfuric Acid. Noch ein paar Batterien heranstellen.
Neue Rüstung, machen wir auch mal eine Folge, den ganzen Quatsch mal durch. Da kann ich die drüben billiger herstellen, sag mal. Copper war ja 4, 2, 5. Jetzt gucken wir mal kurz. Die kann ich ja gar nicht herstellen, oder? Gut, trotzdem. Eine Neugier. Okay, wollte ich bloß wissen. Warum kann ich A-Batterien herstellen? Das ist ein Geier. Vor allem müsste ich ja eigentlich einen Großvorrat an den Dingern haben. So. Die Blöcke hast du einheitlich verbraucht. Gut. Dann stelle aus, Researcher von mir aus. Die ganzen sinnlos Tische, Accelerator, Addon, brauche ich eigentlich auch nicht, egal bestellt. Sandstone. Okay, das müsste ich auch gerade so noch hier irgendwo haben. Oder nicht, den hat er schon durch. Gut. Haben wir in irgendeiner Kiste noch Sandstone? Wir werden es gleich wissen. Haben wir. Ich weiß zwar noch gar nicht, wo ich den ganzen Krempel, den ich jetzt gerade baue, hinstelle. Ich kann ja wegschließen. So, ja, und natürlich Craft, warum auch immer. Crystal Room braucht die ganzen Kristalle, die wir eigentlich haben. Crystal Workbench haben wir nicht. Werden wir auch mal eine Folge suchen, Ozean irgendwo. Hound Remote Shop. Habe ich den hier schon? Ja, irgendwo. Wieso habe ich den hier nicht? Weil er 5000 kostet, hätte geklappt. Habe ich alles schon hergestellt. Mini Pixels, Good Store. Acro Station. Interessiert mich jetzt herzlich wenig. Handling, egal, herstellen von mir aus. Nee, ich will jetzt die vernünftigen. Gib mir mal die. Außenposten stellen wir später, ja, danke. Painting Easel. Canvas. Canvas, 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 Canvas. Hier irgendwo richtig. Ja, aus Cotton Wool. Das sollte jetzt auch nicht. Danke, dass die Lampe ausgeht. Dass mir das in den letzten 30 Folgen nicht ein einziges Mal passiert ist, müsst ihr nachvollziehen. Oho. Sogar mehr als genug. Wahnsinn. Notiz an mich, Baumwollpflanzen. Silkfiber oder so? Ich habe Cotton. Habe ich Baumwollpflanzen? Ich glaube nicht. Doch, müsste ich haben. Egal. Canvas. This is the end. My only canvas, the end. Warum soll ich jetzt Durastahl bitte machen? Vollkommen überflüssig. Ich meine, es sieht jetzt auch nicht besser aus. Und zumal ich die Hologramme ja auch noch habe. Also. Nein, das war's nicht mehr. Die Durastahl haben wir irgendwo stehen. Mit Workstation, Station. Arcus, Arcus, Arcus. Painting Easel. Warum auch immer. Crawlpack, interessiert mich gar nicht. Separate an. Nein. Ja, von mir ist doch egal. Web Infusion Panel haben wir auch schon mal. Nein, ich werde bestimmt nicht drei Diamanten dafür opfern. Vor allem, was ist das hier? S. Small Star. Mhm. This small panel fuses Weapon überhaupt nicht übertrieben. Gunsmith Shop. Not printable. Aha. Hardforge. Pixel Campfire. Ich habe ein Campfire, okay. Wo mal ne? Pixel Flame Printer. Der kostet jetzt wieder, oder? Titanium. Bin ich bereit, 20 Titanium dafür zu opfern? Pixel Flame Printer? Wer weiß, was das kann? Pre-downloaded Blueprints, das könnte wiederum interessant sein. Bin mir sicher, aber es könnte potenziell interessant sein. Warum habe ich das jetzt gegessen? Egal. Titanium. Oder wie Dingsbums sagen würde, Tits. Oh, mal noch ein bisschen was. Hitler. Wo auch immer das war. Und hängt ein bisschen, jetzt haben wir sie. Dankeschön. Pixelprinter. Ah, langsam. Nicht Pixelkompressor, den haben wir da oben schon stehen. Einmal das. Jawohl. Einmal hätte mir schon reicht. Danke. Gleich nehmen wir den anderen Pixelprinter. Ist gar kein Platz mehr noch. Jetzt gleich schon. Warum sind da nicht meine traditionellen Plattformen? Weil ich nicht mehr viele davon habe. Okay. Nur noch 985.
haben wir es. Jammer schneller bitte, so. Pixelfernfinder. Mal gucken, was du anders machst, außer dass du leuchtest. Cyber Cityscape, aha. Aha, das sind Bilder, das gefällt mir. Ich wusste doch, dass ich noch ein paar vernünftige Mods fürs Design hinzugefügt hatte. Robot Dress auch nicht schlecht. Gaming PC. Currently playing Starbound. Mhm. Chips Navigation, das klingt interessant, ob das wirklich funktioniert, ist kein Mensch, aber. Aha. Hm. Cool. Das ist ja süß. Okay, ja, nett. Nette Spielerei. Tennisaufschlag hier. Los, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich brauche noch den Platz. Danke. Sehr schön. Ja. Hab ich nie gebaut. Das braucht ihr wirklich hier. Wenn mein Game crasht, wisst ihr Bescheid. Aha. Hier gibt es gar nichts, okay. Secret Crafter. Sollte ich fragen? Egal. Forge. Das werden wir gleich sehen, was das ist. Ja. Oder was? Empty Frame klingt gut. Grand Protector. Mhm. Ja, das. Ja. Mhm. Wozu auch immer das gut sein soll. Das hatten wir schon. Gothic Out. Ah, und jetzt kriegen wir für jeden Einzelnen noch einen Schrank was. Vending Machine. Aha. Christmas, Dressed in Skirts, Gothic, Maid and Butler, was? Das ist für alle Kategorien von Outfits, die Power Rangers Outfits. Okay, dann brauchen wir nicht gucken. Selbstverständlich wollen wir das Ding haben. Scientist, South Park. Stimmt, wir hatten ja 12 Millionen Outfits und das Ding ist dafür da, die jetzt alle rauszuholen. Nee, South Park will ich nicht. Danke. Aber Power Rangers, das werden wir dafür. Meine Fresse. Klick, 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 klick. Geht's noch ein bisschen langsamer? Stimmt, oder? Ich nachfrage. Das Abbauen, das geht super schnell. Man merkt richtig, dass Geräte hier alle laufen. Cthulhu? Vielleicht nicht unbedingt sofort. Mhm. Aha. Dafür hat sie jetzt einen eigenen Laden gebraucht. So. Mhm, mhm. Das Thema interessiert mich jetzt eigentlich in die Bohne, aber egal. Können wir später. Apropos, warte mal, was kannst du? Du bist doch so ein Akras. Du kommst rüber mit zum Bienenhaus. Respektive ins Gewächshaus. Painting. New. Canvas, Black Dye. Hmm. Blue, Green, Red and Black Dye. Gucken wir nochmal. E, Y, E, komm. Fresche. Nein, haben wir nicht. Danke, da sind. Und jetzt noch den doofen Dingsbums, den wir hier irgendwo hinknallen müssen erstmal. Falls wir es schaffen, mit Plattform einen Weg zu machen. Ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengend hier. Mal in der Zeit könnte ich Nachrichten gucken. So.
jetzt nicht die Cthulhu-Statue. Auch wenn es gut, was macht das unter Beleuchtung? Wer hat dich eingesammelt? Weg da. Dich auch nicht. Weg da. Egal, Deko später. Power Rangers Outfit will ich jetzt haben. Unbedingt. Natürlich nehmen wir den Pinken. Mein Sohn wollte den Roten. Da brauchen wir nicht diskutieren, dass wir das Rote nehmen. Top 2. Was gehört? Ah, Rot-Waldino. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Das mit dem Schwert dazu. Ah, wie süß. Das behalten wir. Ich wollte die Mac-Teile in dieser Folge machen. Es tut mir leid, Jutjakis. Den müssen wir jetzt uns noch erlauben. Schaut mal, es ist doch so. Jeder von uns braucht etwas, was ihn beschäftigt. Oh, hier drüben geht es schon etwas flüssiger. Sehr schön. Und manchmal ist das Leben auch anstrengend. Da muss man komische Lichter setzen oder andere Dinge tun. Zum Beispiel große Cthulhu-Statuen. Sanity, minus. Okay, heben wir uns auf. Hat einen hübschen Effekt, aber das gibt kein Madness, also weg. Ja, ist gut. Cool. Zu den Outposting können wir da drüber. Ich will jetzt erstmal den Scheiß bauen. Kommt schon. Forschung. 600. Wir sollten vielleicht mal gucken, wie viel Research wir mittlerweile hier aufgesammelt haben. Research Tree. 23.500. Aha. Und wir haben 41 Madness. Wir müssten irgendwann mal was freischalten. Loads, Psyoni, Food. Wenn man jetzt noch wüsste, was der ganze Scheiß bringt. Werden wir auch machen. Da müssen wir Madness sammeln und oh, da haben wir ganz die Einblendung. Die ist zwar lustig, aber na, frei nach dem Motto, du solltest vielleicht mal überlegen, deine Haut vom Gesicht abzukratzen und sie zu essen. Was? Das ist ja krankhaft. So, aber wir haben Upgrade-Modus, ne? Und Manipulator. Aber das reicht nicht für Multi-Ore-Detektor und das reicht schon gar nicht für den Mining-Laser. Das reicht eigentlich für gar nicht. Das Bugnet können wir. Ich wollte doch angeln gehen, habe ich das nie mal gesagt? In der letzten Folge? Naja. Man kann ja auch nicht immer alles haben. So. Haben wir nicht schon Advanced Xeno Lab? Haben wir. Wo ist denn die MK3-Variante her? Dafür brauchen wir noch Advanced Circuits. Na, das sollten wir doch relativ schnell hinkriegen. Oder nicht? Ist natürlich drüben drin, klar noch. Ach, Konzentration bitte. Graf, jetzt könnte ich gleich schon in die Decke gehen. Grafen. Ist alle. Go Power Rangers. Ja, ich freue mich schon auf die Kommentare. Carbon Plates, Methanol, Iodine. Aber auch was, das Zeug zu kriegen, war glaube ich das Problem, ne? Methanol ist auch alle. Nur mal nebenbei. Fast. Okay. Ich gehe das nächste Mal am Außenposten kaufen. Wir werden nicht diskutieren, wir stellen jetzt Graphen her. Im großen Stil. Dankeschön. Zack, zack. Brauchen wir eh.
Er weiß, was wir jetzt gleich noch alles brauchen. Dankeschön. So. Ich bin immer noch, es gibt doch ein Extraction Lab 3 oder sowas. Hm. Autopsie-Themen. Ja. Mhm. Das ist interessant. Wir wollten mechanisch. Autopsietisch. Hm. Na. Dankeschön. Brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Gleich nach, wenn wir schon mal hier sind. Bounty Board, das sehe ich gar nicht. Obwohl, warte mal. Oh, dann muss ich nicht mehr hin und her, oder was? Das wäre auch praktisch. Machen wir das nächste Mal. Instafreud brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Warte mal, was? Mac Assembly Station. Oh! Mac Repair Pod. Wir brauchen Upgrade-Moduls. Oh. Das brauchen wir nicht. Turm D ist gemuschen. Habe ich schon irgendwas freigeschaltet? Mensch. Tatsache. Cobblestone und Paper. Die sind ja jetzt nicht unbedingt die höchsten Anforderungen, würde ich sagen. Ich will keinen Glitch-Music-Player. Lasst mir Ruhe. So, hier noch irgendwas. Brauchen wir eigentlich. Wir haben ja keinen BIOS. Will hier umschiff. Bot Healing Station könnten wir gebrauchen. Ein Bot Loader. Jetzt können wir den Sommer machen, ja, oder? Also jetzt mal im Ernst. Wenn wir schon mal hier sind. Wo bin ich denn gerade gewesen? Hier war ich. Bot Loader, natürlich. Bot Healing Station, von mir aus. Lightbot mal zwei. Was du? Elektromagnet und Flashlight. Na gut, das sollte beides nicht das ganz große Problem sein. Ihr seid live dabei, während wir hier etwas Fortschritt erleben. Den wir unbedingt brauchen in diesem Let's Play, weil es noch nicht weit genug vorausging. Das ist jetzt nur ernst. Ich hab keine Magnet. Das glaube ich ja nun nicht. Nun, wenn das so ist, muss ich wohl ein paar herstellen. Hab ich so viele schon verbraucht? Was braucht man noch? Flashlight. Wo stelle ich denn den Quatsch jetzt wieder her? Hier nicht. Nee. Im normalen Dingsbums. Ich habe keine Ahnung. Flashlight. FLA. Den Regenschirm brauchen wir ganz mit Sicherheit. Ne? Kann ich euch versichern. Oh Gott, jetzt muss ich wirklich dreimal gucken, oder was? Okay, Starman Wiki. Haben wir ja heute noch nicht benutzt. Während meiner Zeit. Oder vielleicht nur was Wiki. Okay, Starman Wiki, sonst wird es noch länger dauern. Kaffee trinken dazwischen halt. Foraging Table, ne? Keine weiteren Fragen. Das macht ganz viel Sinn. Irgendwann wird uns das Sinn machen. Ich wusste, das war ein hässlicher kleiner Tisch, aber. Bitte schön, richtigen, danke. FL. Also, wo wir schon hier sind. Was macht das Ding da oben? Achso. Ich wollte gerade sagen, wo kommt das her? Na, du sollst da oben. So. Haben wir schon faulty Flashlight, was brauche ich? Die Flashlight 2, 3, 4. Haben wir noch hergestellt. Flashlight und dann Tungsten. Also wir brauchen Glas. Mit der großen Frage haben wir welches hergestellt, dann müssen wir jetzt nochmal Sand holen. Was mir egal wäre, würde ich machen. Vielleicht mal. Go Power Ranger, da, jetzt fehlt nur noch die Hintergrundmusik. Da, 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 da
Gleich mal zwei. Tool. Disposable Light. Tungsten und Silikon. Und dann schmeiße ich das Hinterrad. So, was Merkwürdiges haben wir auch. Was gibt es hier eigentlich noch, was wir unbedingt mal brauchen? Könnt ihr eigentlich die ganzen machen? Jetzt machen Ohrdetektor. Haben wir den immer noch nicht hergestellt? Mann, hier gibt es Sachen. Cave Detektor. Gibt es da was Neues, wenn ich das. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir bisher nur geerntet. Ich verstehe. Da ist ja keine Käfer oder sonst irgendwas gibt, brauchen wir das nicht. Harvester Beamgang. Auch ganz praktisch. Was habt ihr gegen Floraner? Schämt euch. Watering Can. Habe ich noch mal nicht gebaut, oder? Green Dye und Red Dye. Muss ich mal drüber nachdenken, bei Gelegenheit. Das Flashlight wollten wir wofür haben? Deswegen ich den ganzen Quatsch hier eigentlich gerade mache. Ich habe es schon wieder vergessen. Mensch. Ich kann nur mal bloß einen haben, oder? Das sind Dinge, die immer rumrennen. Braucht kein Mensch. Lightboard wäre am praktischsten. Herstellen. Oho. All Drone. Oho. Was? Was? Wie? Ich muss mal kurz Spare Parts suchen. Quantenprozessor stellen wir gleich direkt. Gibt es hier Spare Parts? Nee. Was? Was ist ein Checkpoint? Braucht kein Mensch. Spare Parts. Haben wir sowas? Bestimmt. Wo auch immer wir die haben. Danke. Wahrscheinlich auf irgendein Cybersphere oder so. Den hier. Aldrone, nichts Neues gelernt. Okay, Aldrone 1. Aldrone 2 braucht. Multi-Ordet. Seid ihr komplett bescheuert? Die Dinger sind teuer. Aber andererseits, das ist schon irgendwie cool. Nicht, dass wir es brauchen, weil das ganze Zeug, das scannen wir ja nebenbei mal so weg, ne? Multi-Ordetektor. Hier nicht, da nicht, gar nicht. Das war Ohrdetektor. Müssen wir den hier erst herstellen mit dem anderen Hersteller? Ich habe keine Ahnung. Ich bin übrigens am überlegen, ob wir mal ein Biom anpassen oder so ähnlich. Was haben wir jetzt eigentlich hergestellt? Servitor Mark 1. Eine Taschenlampe, die wir nicht brauchen. Ist ja nur gut jetzt. Gib Ruhe. Mac Assembly sehe ich später. Lightbot. Aldrone. Den haben wir schon selber. Der MK2 gibt es nicht, oder wie war das? Braucht kein Mensch. Capture Pod. machst du das vollautomatisch? Weil dann würde ich nämlich noch einen Capture Pod herstellen. Wenn der dann automatisch so ein Ding her. Ich glaub's nicht. Das ist der Schrank, also. Das ist es mir jetzt mal wert, Pet-Tetter. Ja, von mir aus. Was haben wir noch, was wir vielleicht brauchen können? Multi-Tetter? Nee, 16 Diamanten? Eher nee. Interessiert mich nicht. Multi-Pet-Pot, hier ist was.
Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. Also eigentlich nie, aber drauf kommt es ja nicht an. Nie, dass ihr denkt, ich hätte irgendeine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich weiß, das merkt man auch, aber... Bot Loader. Bot Healing Station. Das war unbedingt so gewollt. Pet Heather. Pet Healing Station. Nur Pets haben wir keine. Dafür haben wir Drones. Was mache ich damit? Servitor A, du bist dekorativ. All Drone, okay. Interessant. Kann ich die alle dann so mitnehmen? Das könnte noch interessant werden. Zweiten brauchen wir nicht. Den nehme ich mit. Ich kann, glaube ich, immer nur ein Pet gleichzeitig rausholen oder so ähnlich. Pokéball-mäßig gibt es hier keine Master-Doppel, wie auch immer, Kämpfe. Den natürlich auch noch. Nicht. So, was war das hier? Pet Healing Station? Nein. Pet Tether. Kriege ich denn mehr zurück oder ich habe... No Cola World. Okay, das Cola kriegst du auch noch. Ist aber kein Dingsbums Healing. Haben wir eigentlich noch kein Lava irgendwo oder wollen wir welche holen gehen? Ich höre förmlich die Schreie im Publikum. Nein, was machst du denn? Das wollen wir jetzt nicht gehen. Lass doch endlich so ein Bot raus, ja. Was war das? Mach Licht, mein Freund. Wir suchen uns eine Station, wo wir was bauen können. Für die Max. Weil Gründe. Damit es schön aussieht, räumen wir das gleich mal symbolisch ein. Und mit einer Blutbank oder so. Und einen Kühlschrank. Ein paar Lockers. Ein lockeres Bett. Passt nie. Ich bin einfach auf den Mist jetzt gerade gestoßen, also nehmen wir mit. Bot, jetzt können wir mal, Mac, jetzt können wir mal ein bisschen was zum Bauen mit ihm. Dark Metal Supreme brauchen wir nicht wirklich, das nehmen wir selbstverständlich mit. Man weiß ja nie. Damit es nicht so auffällt, bauen wir das unterirdisch. Was jetzt nicht wirklich, aber voll cool wäre. Bestimmt. Irgendwann. Passiert denn noch was? Oder macht ihr schon wieder Feierabend? Weil ich sehe da lauter Ärzte, das eigentlich da drin sein müsste. Warum arbeitet ihr so langsam? Macht es schneller. Go, go, Power Rangers. Da, 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 da. Und jetzt bauen wir uns unseren Sword. Ach, wie alles in dieser Folge perfekt ineinander übergeht. Oh, guckt mal, Bienen. Wo ist mein Lightbot? Ist der... Der kommt schon auch mal wieder. Oder? Habe ich ihn weggeschmissen? Ja. Wir werden sehen. Achso, was haben die eigentlich hier produziert in der Zwischenzeit, während ich hier eine halbe Stunde rumlaufe? Hätten wir mal gucken können. Mhm. Beinahe im Bauplatz.
Noch ein bisschen weitergehen. Das sieht gut aus. Das können wir gleich mal hier abräumen. Das muss weg. Das geht so gar nicht hier. Das ist nicht Schnieke. So, nach den Bienen kommt jetzt das Hightech-Zentrum, was so wie immer. Hier eine kleine Imperei mit Pub, schön lokal, örtlich und dahinter das Hightech-Zentrum von VW. Was? So wie immer. Umweltschutz aber nur bis zu diesem Gebiet. Danach muss die Wirtschaft arbeiten können. Geht ja schließlich um die Zukunft. Wen interessiert da den Planeten? So, weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen, weil wir auf jeder Etage wahrscheinlich bloß eh so ein Ding machen. Und ganz oben kommt der Bottle-Loading, was auch immer. Falls wir mal vorhaben, mit unserem Mac hier zu landen. Bot, wieso Bot sagen wir das? Mac. Die Bots müsste ich ja auch hier reinhauen. Später. Alles zu seiner Zeit. So. Es hängt jetzt schon reichlich hinterher. Da müssen wir eigentlich schon drin. 35, dann machen wir das doch erst beim nächsten Mal. Kann ja gut, besser werden. Bis dahin. Xenoid.